Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Legend hier in Cornwall unter dem König Artus Museum. Und ja, wir haben im letzten Part den geheimen Weg geöffnet, sind mit einem, also wir haben einen Gabelstab zerscheppert in einem Gang, also dann runtergeworfen, sind durch Flammen und Messer gekommen und sind jetzt hier unten in einem unterirdischen Wasserbeckenzeug und schwimmen gerade auf einem Sarg. Denn hier scheint doch ein bisschen mehr zu sein als nur ein Fake, wie es der Professor geschrieben hatte. Dementsprechend, ja, mal gucken, was wir hier so finden. Ich hoffe, wir müssen diesem Feuer nie wieder zu nahe kommen. Also, das war schon echt nervig. So. So, das ist jetzt aber Ihre allerletzte Ruhestätte, Sir. Hatten alle Ihren Spaß? Gut, dann machen wir uns wieder an die Arbeit. Wundervoll. Kontrollpunkt, okay, sehr gut. Ich speichere direkt mal. Auf Kasachstan, hier, so. Und ich mache einen wunderschönen... Ich wollte einen Tauchsprung machen, hat nicht so geklappt. Komm ich da hoch? Ich ändere dann mal eben meine Reisepläne, dürfte aber nicht lange dauern. Feigling, keine Sorge, Lara, ich habe dich immer noch im Auge. Aber unter Wasser hörst du mich vermutlich kaum noch. Gott sei Dank. Hey, das habe ich gehört. Well... Das war auch ein... Was war das für ein Secret, Alter? So direkt einfach neben mir? Secrets sind hier echt ziemlich easy versteckt, zumindest an manchen Stellen. So, sag, komm her, ich möchte mit dir schwimmen. Gucken, was mich hier so erwartet. Ob ich irgendwas finde. Wo geht's da lang? Ich will hin. Ah, das war wahrscheinlich... Mach das mal eben. Ja, doch, ich gehe mal hier lang, oder? Ja. Sieht gut aus. Ich mein, wie ich mal voll den Tauchsprung machen möchte, und dann macht es einfach nicht. Sieht mal so nö. Okay, ist hier irgendwie was versteckt so besonders? Wahrscheinlich ein Schalter oder so, ne? Ich finde die Geräusche hier sehr interessant, die ich hier so höre zwischendurch. Ah, da ist der Schalter. Hallo. Ich hoffe, hier war kein Secret versteckt. Das wäre sonst ein bisschen doof. Aber ich glaube nicht, ne. Ne, sieht nicht so aus. Ja, ja, ist ja gut da vorne. Da ist ein Secret. Ja, nimm das Secret mit. Gib das Secret her. Oh mein Gott, jetzt muss ich ernsthaft hinschwimmen. Ach, Mensch, du. Her damit. Sonst irgendwas hier? Was sind das für Geräusche? Dieses dieses Summen die ganze Zeit. Was ist da los? Hört mal auf, so creepy zu sein. Oh, der Saal da vorne, der kommt mir bekannt vor, wie wir jetzt hinkommen. Der kommt mir sehr bekannt vor. Tja. Ja. Wir hören schon. Wir sind hier nicht alleine. Das wird sehr lustig. Seht euch das an. Oh, das ist großartig. Das ist interessant. Das kann man auf jeden Fall sich auf jeden Fall gönnen.
Ja, das wird ja, wenn wir gleich noch sehr interessant. Es kann sehr gut laufen oder sehr schlecht. Wir werden sehen. Mal schauen, wie der Tag heute so ist. So, die Dinger packe ich schon mal an. Du kommst auch hier mal rüber. Und ich gehe, glaube ich, nochmal kurz tauchen, wenn es geht. Geht es denn? Ne, ich tauche direkt wieder auf. Dann heißt, tauchen ist hier nicht drin. Gut, dann kann ich ja nicht so viel im Wasser verfassen. Das ist auch ganz nett. Kontrollpunkt, wundervoll. Ich weiß, ich muss eigentlich nicht speichern, aber ich mache es trotzdem. Aber zur Sicherheit. So. Wundervoll. Hui. Da ist er, das war auch was. So, okay. Kontrollpunkt Susupi. Susupi. Und jetzt, oh, warte, da war noch was am Leuchten. Ja, ein Secret. Hätte das nicht geleuchtet, hätte ich es nicht gesehen. Dann wäre ich jetzt hier schön einfach reingesprungen und das wäre es gewesen. Okay. Dann, ja. Ist real. Sie sind alle hier. Der Hofstaat von Camelot. Bist du sicher? König Artus, der den Lenden Uta Pendragons entsprang? Ich habe keine Zweifel an der Echtheit des Grabes, Alistair. Artus war die Figur des 11. Jahrhunderts, die zur Legende wurde. Der König von Camelot war so real, wie die Luft, die ich atme. Ich weiß nicht, Lara. Excalibur, das Schwert im Stein. Es heißt doch immer so, oder? Bitte? Schwerter in Steinen, Alistair. Sie sind Teil des Mythos. Es gab nicht nur ein Excalibur und einen Merlin. Wir sehen doch auf der ganzen Welt Schwerter und Steine. Denn es gab sie einfach überall. Du denkst also, dass sie überall Könige erzogen und den Lauf der Menschheitsgeschichte beeinflusst haben? Das ist gut möglich. Wer? Und was ist aus ihnen und ihren Schwertern geworden? Vielleicht sind sie in Avalon. Es spricht nichts dagegen. Allerdings wurde unser Merlin getötet und unser Excalibur zerbrochen und dem gemeinen Volk überlassen. Und wo ist Avalon? Ich weiß es nicht. Vielleicht auf der anderen Seite des Spiegels. Da haben wir den guten König Artus. Die lebende Legende. Oder nicht mehr lebende Legende, aber der wahre Mythos. Die ganzen Gräber hier sind leer. Angeblich brachte Bedivere Artus einen Splitter von Excalibur, nachdem die Ritter den Rest verschleppt hatten. Und wohin? Nach Avalon vielleicht. Die Suche nach dem Heiligen Gral. Lancelot, Galahad, Parsival und Bors. Ihre Gräber sind leer. Dieses Fragment ließ man bei Artus, damit er das Mausoleum zu gegebener Zeit verlassen konnte. Vielleicht kann es jetzt mir helfen. Das klingt doch gut. So, ich guck mal, hier noch irgendwie noch ein Zirkel drum liegt, aber ich denke, nee, was steht denn da? Ja. Keine Ahnung. Das kann ich dann doch nicht lesen. So. Das Ding hier sieht ja auch sehr nach dem aus, was wir schon in Bolivien gesehen haben. Und auch ja, in Laras Vergangenheit, also als sie noch ganz als Kind war, in Dingens, hier in Paraiso, sondern als sie noch Kind war. Da hatten wir ja auch schon so ein Steinestrade gesehen.
So. Okay, wir haben unser Ziel, dass wir diese Glocke, wo ist sie denn? Da, die da leiten. Leiten, vor allem läuten. Und das kriegen wir auf jeden Fall hin, indem wir da drauf springen, das hochziehen und dann das darüber ziehen. Also ungefähr so. So, und jetzt müssen wir schnell genug darüber kommen. Ich hoffe, das funktioniert so. Okay, es wird zu nichts. Achso, ich bin dumm. Never mind. Ich muss es andersrum machen. Guten Tag, mein Lieber. Ich muss zuerst das hier in Bewegung setzen. So, nochmal. Bis es richtig schön schwingt. Und dann... Jetzt. Artus Pendragon, König der Briten. Ich würde Excalibur nicht nehmen, wenn ich nicht müsste. Ich hoffe, ihr vergebt mir. Lara, hier oben stimmt was nicht. Alistair, siehst du das? Was? Verdammt! Nimm deine Hände! Sip! Alistair! Lara! Sip, was ist los? Tja, die beiden haben auf jeden Fall ein weiteres Problem. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Amanda zurück ist, dass sie da auf jeden Fall was vorhat. Ja, und wir gehen hier direkt mal hinaus und werden jetzt unseren Spaß haben hier. Hallo? Ja, der Bossfight von England startet und es wird sehr lustig. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Das... Wow, okay. Wie einfach nicht getroffen. Oh, Hilfe. Lass das. Nein, lass das. Komm. Zieh. Ja, sehr schön. Okay. Unser Ziel ist nämlich einfach diese Käfige auf seinen Kopf drauf zu klatschen. Und das ungefähr viermal. Mit allen Statuen, die hier sind. Mit den vorderen wird es wahrscheinlich noch einfacher, aber mit den hinteren wird es auf jeden Fall sehr interessant. Hi. Lara? Ich hab ausweichen gedrückt, aber sie macht so nichts. Ach. Okay. Ich dachte jetzt, er würde damit hingucken, aber nein, er schießt auf mich. Arschloch. Hallo. Hast du es jetzt? Hallo. Ist gut jetzt, ne? Haben wir jetzt auch hier unseren Spaß gehabt. Das war jetzt auch. Dankeschön. Lara, beeil dich. Lara. Okay, sie so. War kein Bock. Nein, lass das. Ich möchte das nicht. Nein, dahin. Mhm. Yes. Second one. Hilfe. Oh mein Gott, Hilfe. Was ist das? Ich möchte dies nicht. So, jetzt wird es nämlich richtig tricky, denn wir dürfen das Wasser nicht berühren. Wenn wir ins Wasser fallen, sind wir sofort tot. Ich habe auch kein Medipack mehr, geil. Ich werde jetzt aber sterben gleich. Nein, lass das. Hey, was machst du denn? Bist du dumm? Hallo, da hinten sollst du hingehen. Da. Bist du dumm? Da ist dein Ziel.
Hallo. Wir haben es jetzt bald, ne? Da, guck mal. Ja. Sehr schön. Lara, falsche Richtung. Nein, Lara, sie wird zu langsam sein. Ja, das war's. Was war... Das war ja mega asozial. Okay, das war mega asozial. Also, sorry, das war ja richtig asozial. Also, wir sterben gar nicht sofort. Wir kriegen einfach richtig viel Schaden. Und ich bin tot. Das kann ich niemals im Leben überleben. Hey. Na? Ich lade direkt mal. Komm, scheiß drauf. Ich speichere und lade. Das kriege ich nicht mehr hin. Mit dem Fitzelchen Leben, was ich noch habe. Okay. Starten wir den Kampf gleich nochmal. Ich mache wieder einfach die hinteren zuerst. Das wird vielleicht noch. Nein, eigentlich hat es nicht wirklich einen großen Unterschied. Na? Yes. First one. Oh, ich sollte vielleicht. Was mache ich da? Das war richtig dumm. Ich so... Komplett dumm einfach. Hallo. Nein, hier ist es. Ja, nein, falsche... Nein, weil sie den falsche anvisiert hat zuerst, du blöde Kuh. Da sollst du nicht... Du sollst nicht in sein Gesicht schießen. Hallo? Madame, ihn anzuschießen bringt einfach gar nichts. Der kriegt keinen Schaden, das ist ja schon klar, ne? Alter. Würdest du vielleicht nicht campen, das wäre echt cool. Ja, ja, aber klar, doch hat er viel Schaden gemacht, aber natürlich. Dude, das war nicht mal ansatzweise in meiner Nähe. Jetzt schieß. Nein, du bist doch eine dumme Kuh. Das ist nicht ihr Ernst. Sie hat aber schon wieder falsch gemacht. Junge, ich habe sogar in die Richtung geguckt. Bei beiden Malen. Und er, sie so, nee. Da kein Bock. Okay. Bitte guck dahin, bitte guck dahin, bitte guck dahin. Ja. Okay, und jetzt Lara dahin zielen. Und jetzt. Jetzt hat's nicht. Sie steht da fucking nochmal vor und hat's nicht getroffen. Ich lade. Nochmal. Ganz viel Spaß. Ich werde dieses Vieh sowas von vernichten, Alter. Kann sich nie vorstellen. Jetzt muss ich das spielen, bitte. Dazu, dann machen wir zuerst. Das ist das Schwerste. Du bist ein Dummkopf. Und du weißt. Die treffen, ja. Aua. Nein! Komm schon! Wieso triffst du es nicht? Sag mal, bist du eigentlich komplett dumm? Jetzt mal ganz ehrlich gefragt. Du stehst davor, wie kannst du es nicht treffen? Mädel! Was wird das? Aua, ja, na klar. Sie trifft es nicht. Sie trifft das scheiß Ding nicht. Jetzt. Nein! Und sie backt rum. Okay. Dann ich. Ich weiß nicht, warum sie jetzt drin rumbacken ist, aber okay. So, zwischen können wir springen. Kein Denk im End. Schon. Okay, machen wir es eben nochmal. Sie so, Waffen wegstecken? Nee, mache ich nicht.
Komm schon. Nein, jetzt. Es war zu spät, ja, kannst vergessen. Ich hasse es. Das Ding wird auch einfach aus seiner Animation einfach raus. Ich bin sowas von ausgewichen. Willst du mich verarschen? Drum ist Max. Du dreckiges Mist hier, Alter. Ich kann nicht mal reden. So scheiße bist du. Jetzt komm. Bitte. Es war so knapp. Oh mein Gott, ich kotze. Okay, weißt du was? Ich lade nochmal ganz kurz. Egal, ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen Cut. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Tomb Raider Legend. Und dann werden wir dieses Mistvieh hier immer besiegen und gucken, was mit dem guten Alistair und Zip ist. Und ja, bis dahin, sag ich ciao.